Honor. Conair. For Honor. Ich habe mir neulich Boah, Conair ganz schlecht. Boah, angeguckt. Conair. Ja, Conair, ey. Das ist auch ein geiler Trash. Aber habt ihr das gehört? The Rock? Ja, Alter, ey, worin unterscheidet sich denn Donald Arnold Trump? Schwarzenegger oder Donald Trump? Von The Rock? Ja, oder was weiß ich, ey, Ronald Reagan war ja nur auch nicht der So, geilste. ist wieder online. Ja. Der wirkt Ja. Oh vielleicht ja. für einen Außenstehenden im ersten Moment souveräner. Ich Guck mal, ein starte mal hier den Zuschauer. Da Stream, bin ob was ich. geht. Sollte Das eigentlich hier, gehen. jetzt Ja, geht hier geht so so ein ein Spiel Spiel los. los. Jawohl, Matze. Jawohl. Ja, siehst du, ist der Matze im Team, Akiposi. funktioniert der Livestream auch wieder. Du fährst. Ist der Matze im Jawohl. Team, dann gewinnt der Stream. Er hat reimt Folge sich. den Kommandos aus Düsseldorf. Scheiße, was mache ich denn da? Zum Glück ist der Kommandant in der Nähe. Wenn Naja, es nicht du so hast mich auffällig als. versage. Wie im Leben hast du mich als Backup? Im Leben hast du mich als Backup. So, der kommt. Soll ich ihn selber machen oder machst du den? Oh, ich hab's doch versucht. Scheiße. Jetzt aber schnell zurück. Matze, kommt Mitte. Oha. Oh, Ficke, was mache ich hier für einen Tanz? Hab ich. Oh, nee, da fährt der mir noch in die Karre. Klaut ja der Arango mir den Ball, ey. Ja, ich wollte auf Nummer Hast du sicher das gehen. Der gesehen? musste mal da hinten raus. Na, Ja, nicht das mit. sehe ich, ey. Rein damit! Nein! Matze! Wo bist Boah! du? Schieb doch einfach nur rein! Matze ist im Tor. Sicher ist sicher. Scheiße, Mann! Gibt's einfach Die nicht. Pille da raus! Ja, Kommando ist ein ja. Kommt. Oh, Herr Scheiße. Kommandant! Verzeihung! No! Matze! Schön! Jawohl, da vorne Witze, bin Matze! ich. Witze, Matze, Witze, Fatze! Ah, ich bin tot. Ich bin tot! Das hat er mir noch nie gehört! Mega gut! Ich bin tot! Und, jawohl, komm, ran da. War an jedem Warte Boost auf, konsequent warte auf, ich vorbei. mach's mal. Oh Mann. Jawohl. Wow! Matze, Ball, Das ist ich immer nicht. ätzend, gerade auf dem Weg nach vorne. Sorry, Arango. Ich dachte, du wärst schneller. Der Lemmy hat dich ausgebremst. Der Ball ist noch hier. Mann, ey, wieso. Was mache ich denn für eine Scheiße, ey? Ah, oh, Scheiße, zu feste. Ich habe gerade mal einen nach dem anderen weggeschossen. Oh, ah, nee. Und was bringt dir das? Oder Auf geht's wann wieder. hätte. Ja, das war keine Absicht, ich war einfach da. Ihr wart in meinem Ja, Wendehammer quasi, im Wendekreis. wie war es gestern nochmal? Wie fühlt Wendekreis sich des das an, Lars? Kommandanten. Was war gestern? Und wie fühlt sich das an, Lars? Wie sich was anfühlt? Du kriegst gleich was zu spüren, du. Das war doch das Zitat von gestern. Das war nur ein Zitat. Zitat! Damit muss man sehr vorsichtig sein. Ach, hast du den Kommandanten beleidigt? Nein. Oh nein, was mache ich da? Verzeihung, Herr Kommandant! Nein, Ja, nein, ich hab's aber nein, gerade nein. gut gemacht. Das war mein Fehler. Und Aber du weißt, hättest, und er du, weiß hättest du in dem es. Replay, wenn der Jawohl. jetzt Das finde ich auch reingegangen noch wäre cool. und du hättest das Replay gesehen, hättest du gesehen, dass Dann das hätte ich auch auf so meine Schuld gebrüllt, gesehen. Hättest du gesehen, dass es auch meine Schuld ist. dass ich Lemmys Rasterbart aufgestellt hätte. Ja. Schon noch schön Latte. So. So, komm, wir machen ein Tor. Jawohl, 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 ja, Mann! Ah!
Wo ist er? Ich bin tot. Ach, ich bin tot. Tot? Ich guck die ganze Zeit. Wo ist der Ball? Warum kann ich mich nicht bewegen? Tot ist bei Mario Kart. Aha. Was denn? Ich wollte eh nur um. Scheiße, Mann! Oha. So eine Bekannte. Scheiße. Was ist denn hier los, ey? Da wird er mir schlecht vom Zugucken, wie er da alle vorbei rauscht. Oh, geht der mir auf den Sack. 60 seconds left on the clock. Das guck mal. Oh, scheiße! Verdammte! Nein, zu schnell! Ich auch. Komm, hast du eine Chance? Den hat keiner erwischt. Oh, Mann! Mann! Gut, wir haben immer noch keine Zuschauer. Zigeuner Mädchen, ey, so ist das Spiel hier gerade. Ah, Kacke. Ach und Herr Kommandant. Zigeunermädchen ist nicht der Politiker. Sagen Sie nichts. Terminus. Sagen Sie nichts. Frau Na, sagen Sie nichts. Sind die romanische Abstammung. So, das ist der Matze. Zigeunermädchen. Das gibt's auch von den Kassierern gecovert. Mit die Stiefgroßmutter, die Stiefgroßmutter. Ja, jetzt kommt, das geht ja noch. Was kommt jetzt? Ja, oh, das muss ich leider gestehen zu meiner Schande. Das ist entweder auf dem allerersten Album Sanfte Strukturen, was ich leider nie besessen habe, oder gar noch auf der Single Live im Okidoki in der Zeit vor der ersten Platte. Deshalb kenne ich das gar nicht so richtig gut. Jawohl, Matze, nach vorne. Mit 1, das ist auf jeden Fall nicht so ein Text, der dir wehtut. Okay. Einem sensiblen Seelchen. Mann! Herr Rango, wir haben ja nochmal einen zusammen. Ja, Mann, machen rein. Jawohl, da ist meine alles. Schraube. Meine private Schraube. Guck dir das an. Die Antenne wackelt im Wind. Die Felgen leuchten, die Explosion ist knatschgrün. Ich liebe ihn. Ja, voll, komm, mach Druck, Andi. Jetzt bist du. Du hast dein Momentum gerade. Ich jetzt sag nicht so. Matze, falsche Richtung! Matze! Matze, richtige Richtung! Wir haben nur als Rückgabe zu dir. Außerdem konnte der Matze überhaupt nichts dafür. Das war Andis Stärke. Den Ball. Komm, Andi, der plumpst richtig schön vors Tor. Hol dir. Du Idiot. Warum hast du ihn nicht geholt? Moment. Komm vors Tor. Ja, vors Tor. Junge. Hast du das gesehen? Ja. Rückwärts Salto Befreiungsschlag. Die wissen gar nicht mehr, was sie hier schreiben sollen alles. Ich kriege Texte, da ist mein ist das Spielfeld nicht mehr zu sehen. Jawohl! Oh! Aragonese! So eine Scheiße, ey. Im 180. Jawohl! Jawohl! Oh, aber ein geiler Slide, ey. Wie eine F-Jugend, einfach hart verstört. So hab ich auch noch nicht gemacht. Komm, Arango, beiß dich fest! Ja, natürlich. Matze fress ich auf, ey. Den Matze stecke ich in den Ball und schieße den weiter. Ah! Jawoll, meine Schraube ist wieder am Start. Weg da, Andi. Ja, wie? Weg da! Was machst du da? Nicht mir in die Karre fahren. Fahr den anderen in die Karre. Ich hab mich umgedreht. Umgedreht? Ja, nun. Nutzt du den Rückspiegel nicht, Matze? Oh, Scheiße! Genau, guck mal den Rückspiegel, sonst wird der Lars wieder hier, ne, mit seinem Fahrfehler und du weißt. Die benutzt der! Nein! Bitte, Matze!
Vor allen Dingen benutzt er den nicht, wenn der Formel 1 spielt. Ja, ich bin auch immer Erster, was soll ich denn in den Rückspiel kicken? No! Ich bin doch da, Andi. Ja, Herr, danke, nicht. Herr Kommandante. Räm dich nicht, geh ins Tor. Ja, geh ins Tor, das ist nicht meine Stärke, Mann. Da bin ich immer Hauptsache, vor Angst wie gelähmt. Besser, da steht einer. Nein, oh. Der ist drin, Junge! Schraube Lugosi. Jetzt habe ich gerade so vor Freude. Macht nix, die treffen eh nicht. Papa macht das nee. Schon. kam halt leider nicht. Ja. Motiviert. Ist der so gut? Guck dir das mal an, wo der hinkommt. Hol dir. Drück den rein. Ich war zu früh. Dein Stream hat sich wieder auf. Oh nee, gar nicht. Was? Ich dachte, dein Stream hat sich wieder aufgehängt, aber war nicht. Ach, aber Glück auch für die. Gefühlt liegen wir 2-0 vorne. Ah, was ist deiner? Du fährst Arango. Schon wieder? Du standst da so. Du standst vor so. Mir. Ja. Auch Matze. Sorry, ich wollte doch nur vergessen, dass du das. Nein, ich wollte nur mal gucken, ob du noch ja, mehr gehst. Ja, klar. Deine Position. Oh Mann, was mach ich hier? Was mach ich hier? Magnificent Go. Hast du diesen Platz eigentlich als Dauerplatz eingestellt? Ja, so wie wir sonst immer Einöde haben, ob die das als Dauer. Ja, nee, Einöde. Der ist mir eigentlich ein bisschen zu bunt. Wir können auch wieder Einöde machen gleich. In der nächsten Runde. Einöde ist. Also nee, der ist cool. Nur zu einzelnig. Einöde? Kleine Einöde hat halt so lange in der Wüste gelebt. Fläche, ne? Genau. Der hat zu viel Auslandserfahrung, der Matze. Verstehe, dass du da nicht dran erinnern werden möchtest. Nein! Ich bin die Blinden an. Die Blinden. Warum habt ihr eigentlich keine Binden um eure Autos, ey? So, ein schwarz-gelbes Auto oder was? Ach nee, dann wär's ja ein BVB-Auto. Hätt's ja noch mehr. Ist egal, die sind auch blind. Fuck, ey! Abgewehrt. Irgendwie. Scheiße. Nein! Boah, der Korten, ey. Gib dir das. Das ist schon hier ganz, ganz... Oh, wer stand denn da noch? Scheiße! Platz zur Mitte. Oh, die Schraube wieder. Okay. Komm nochmal, Andi, komm. Der Fick. Kommt richtig gut. Komm mal rein, Mann, bitte. Ja. Oh, Mann. Ja, Mann. Ich liebe die Quali ist hart schlecht, Lemmy, ne, vom Stream. Ja, hier bei mir, wenn ich das mit der... Du machst ja auch mit der Playse, klar. Naja, ja, ich seh's gerade. Ja, keine Ahnung, was wo da der Fehler gerade liegt. Ja, man muss sich irgendwann noch so ein PC gönnen, zum Streamen vielleicht mal, den man da näher an die Playstation mit so einer... Capture-Dinge da anschließt. Ja. Ja, aber komisch, kann man weil... Das ein bisschen, oh, der wäre reingegangen. Ja, aber sonst ist das Film eigentlich auch mal vernünftig. Keine Ahnung, was heute denn los ist. Ja, jetzt habe ich auch wieder Verbindungsprobleme hier. Oh. Scheiße. Jawohl, Matze, renn damit! Jawohl, Andi. Das war wichtig. Kommt! Bald ab und kommt! Oh, schön. Scheiße! Schön, Matze. Merkst du, der Lemmy versucht das jetzt auch, den mit der Motivation. Lemmy, da muss man der Typ für sein. Sowohl um die Motivation zu verteilen, als auch anzunehmen. Nein! Wer fährt mir denn da 12-mal in die Karre hintereinander, ey? Gefühlt, Andi, ganz klar haben wir gewonnen. Ah. Hüpf jetzt gleich nicht für die Zuschauer. Hüpf mal nicht. Du solltest doch nicht hüpfen. Zwei Zuschauer, Lemmy, wa?
Anteilig. Ja, der Matze und drei. Du, oder was? Nee, fünf stehen da. Drei sind wir. Lemmy, Matze, ich. Aber das sind auch keine angemeldeten Leute. Ich kann in der Zuschauerliste nicht sehen, wer das ist. Aber im Chat geht's richtig ab. Hat der Gutmann so schon gesagt, die 400er Leitung glüht, ey. Ja, das machen wir ja, bei den 12 Leuten. Ja, jetzt sind die beiden schon wieder weg. Ja, oh, du Gulli. Oh, Lars. Was? Ja, ich komm ja. Wir spielen zusammen. Oh, ja, Gulli. Die Zeit geht auch vorbei. Er versucht's gar nicht mit der Motivation. Sorry, Lemmy, Mann. So hat der Lars dir aber nicht beigebracht, einmal mit die Karre zu fahren. Oder muss ich jetzt auch noch extra erwähnen? Die oh Gott, die Karre. Ist ja hier einöde Nacht, wa? Ja, ja. Ich spiele ja lieber bei Tag. Ja. Vielleicht 5 Minuten nicht umleuchten. Scheiße, Dreck, scheiße! Wo ist die Pille? Nein! Ja, sehr schön. Wo ist die Pille? Schön, Anni. Boah, der Matze, der hat ganz schön schnell auch gelernt zum, beim Spiel hier, ey. Fuck, Mann! Oha, das war mal ein bisschen Scheiße, drüber. Mann. Ja, aber... Schon. Oh. Oh, wird gewedelt. Alter, das darf nicht wahr sein. Oh, sorry. Alter, was geht hier ab? Was geht hier ab? Mann! Was geht hier ab? Alle auf den Ball, wie die Irren. Wie die Loops, ey. Echt wie die Anfänger. Das war gerade echt hier, Ringelpiez. Renn damit! Das geht doch! Ah, hey. Mann! Ich fahr. Jawohl. Ich fahr. Und konsequent um den Boost gefahren. Mann, ey. Wenn ich diese Karre mit den scheiß Luftblasen da schon sehe. Luftblasen des Todes. Jetzt hier von hinten durch die kalte Küche. Mann. Ah, herrlich, herrlich. Oh. Matze, du hast so einen ganzen Tag Zeit zu üben. Was machst du eigentlich den ganzen Tag, ey? Echt. Nicht nur wichsen, zwischendurch auch mal Rocket League spielen. Ach so. Hallo! Scheiße! Oh, das belastet. Sauber, Matze! Sauber! Also ich dachte, es gibt einen zu Null hier. Die sind ja, schön, ich weiß auch, die sind schön. Oh. Kannst so einen Flugkünstler wieder an die machen, wenn er will. Ich sehe das ja am Boden schon total oft nicht, wo die Pille ist und in der Luft ist es noch schlimmer, ey.
Scheiße, zu schnell. Drin! Nee. Oh! Der Herr der Fassbänder. Tor! Nee, doch nicht. Hat er gesagt, oder was? Er darf die Nationalmannschaft mal. Oha. Nein, wirklich? Oh, wie witzig, das muss ich mir gleich angucken bei YouTube. Tor! Nee, doch nicht. Das war auch irgendwann mal ein DSF-Reporter damals, der ein Spiel kommentiert hat, zweite Liga oder sowas, und dann dreht er komplett durch. Das ist ja der, fast der gleiche Angriff und schon wieder das Tor, das sah ja fast gleich aus. Und ja, dann aus der Regie gehört hat, das war einfach nur die Zeitlupe. Oh, schade. Zeitlupe. Ja. Nein. Das ist fast der gleiche Angriff. Tor! Renali! Oh. War leider nix. Entschuldigung. No! Was mach ich denn da? Ey, die war so ein Popelstor, ey. Kann er nicht. Mein Ernst, oh! Ey. Er hat mich kaputt. Oh, ey. Mann. Scheiße, ey. Hab ich wenigstens mal gedacht, vom Gas zu gehen, aber das hat nicht gereicht. Mann. Kurz davor Optionen zu drücken. Ich bin auch Spiel verlassen. Freunde löschen. Rocket League deinstallieren. Rocket League deinstallieren. Matze! eBay Kleinanzeigen. Verhandlungsbasis 5 Euro. Selten benutztes Rocket League. Ich liefere auch. Aber nur nach Düsseldorf. Heute noch. Hey, warum guckt keiner zu? Verstehe ich. Geht doch total los hier, ey. Wir sehen. Bei uns, da siehst du ein Spiel wie bei keinem anderen. Okay, lass mal kurz eine Pause machen. Ja, cool. Oder wollt ihr unbedingt jetzt 12 Spiele hintereinander spielen? Und nee, H-Menü. H-Menü. So, noch H-Menü. H-Menü. Jo, dann machen wir eben kurz eine kleine pinke Pause oder was? Ja, ja. Ja, ja. Gut, alles klar. Nennen wir doch alle nur Pinkelpause.
Jo. Ah, der Lemmy. So, wieder on air. Jetzt hab ich aber hier ein Problem. Was? Problem? Ich hab jetzt einfach mal auf Rafinha geboten. Oha. Auch wenn das wieder einen Lacher gibt. Ja, auf Rafinha biete ich nicht. Ich kaufe keine Bayern. Bayern ist... Da kann ich mir direkt die Pest ins Team holen. Nein, das ist, eine Sache des Prinzips. Ich will keine Bayern und keine Kölner bei mir in der Mannschaft haben. Auf gar keinen Fall. Das ist ja auch total nachvollziehbar. Das ist, da bleibe ich mir auch treu. Ey, das ist, das geht nicht. Ist mir scheißegal, ob ich das gewinne oder verliere hier. Eben genau, das ist halt das Ding. Du wirst halt niemals was gewinnen. Ne, nee, genau, wahrscheinlich. Es sei denn, stell dir mal vor, Gladbach qualifiziert sich dieses Jahr direkt für die Champions League. Die spielen eine Bombensaison und ich habe von denen 7 Mann auf dem Feld stehen. Ja. So, habe ich ja jetzt schon. So, und da kommen bestimmt noch 1-2 dazu. Also ich bin ja hier mit der Griffo, der hat ja schon so ein bisschen eingelenkt, wen er denn von mir haben könnte. Für den Griffo, da kriege ich auf jeden Fall noch die Nummer 8 dazu. Ja. Und dann kannst du natürlich auch voll in die Hose gehen, ne? Wenn du dann 1-0 in Mainz oder 3-0 in Mainz auswärts verlierst. Ja. Dann hast du mal richtig Punkte gemacht. Aber, ja, aber Bayern ist mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Zu Ihr habt für jede Position habt ihr 2 bis sogar zu 3 Spieler und der wird rotieren und das A und O ist es halt bei dem Spiel, sonst kannst du nicht gewinnen, dass du mindestens 10 Leute auf dem Platz hast, die Punkte machen. Also, am besten sogar 11. Und das ist eigentlich das A und O, weil du verlierst dann einfach jedes Mal konsequent diese Punkte, wenn du diese Spielerausfälle hast. Ne? Ja, klar. Und das kannst du irgendwann nicht mehr kompensieren. Ja, ja, absolut. Ja. Deswegen ist zum Beispiel so ein Donati hier von Mainz 05, ne? Der rennt 34 Spiele, rennt der die Linie rauf und runter, hat im Durchschnitt so 6 bis 8 Assists, weil er dann Flanken reinbringt und die machen irgendwas draus. Und ja, und der bringt dir halt konsequent zwar immer nur Durchschnittspunkte, aber das sind zumindest Lemmy, keine Sorgen. Hm? Jo. Ja, ich probiere gerade mal hier. Darum finde ich halt zum Beispiel. Ich probiere gerade mal meine neue Steuerung. Im Mittelfeld habe ich einen Meier und einen Polanski. Und ich muss sagen, klar, ja, also. Bisher sieht es so aus, als ob er einen Treueschwur abgeliefert während der U21. Wahrscheinlich schätze ich mal auch nicht, wo die Startelf in Frage kommen. Die ersten 1-2 Spiele, oder? Ja, gut, aber du musst mal gucken, wir haben noch so lange, ne? Also, das waren ja beides relativ kurze Turniere. Ich kann es dir genau sagen. Warte. Wir haben nur 36 Tage. Richtig. Oder 37. Das hätte ich dir sogar die Stunden noch sagen können. Aber das steht gerade hier. Ah doch, wir haben noch 36 Tage, 22 Stunden, 12 Minuten und 52 Sekunden. Ja. Siehst du. Andi, jetzt schauen Sie, oder? Ich? Hast du Andi gesagt? Ja. Nein, Randy. Also. Randy Andy. Ich habe euch ehrlich gesagt nicht zugehört. Die ist ja auch ständig hier online, ne? Die Randy. Hey, Ninja Blaster, da schreibt einer was. Hey, Ninja Blaster. Der schreibt no, we don't show our inventory. We don't show our inventory, man. haben wir denn Liga-Kampf hier oder einen Deutschen? Was haben wir? Deutsch. Also steht Schwarm hinter. Also. We are here to play, we don't show inventory. Na gut, dann sind sie ja sowieso nicht. So, okay, that sorry. Isn't really much. Only one crate. Nothing special. Sorry, Lemmy. Jetzt der Lemmy zeigt sogar. Ich bin bestimmt vergrault. Du. Aber da ist halt nichts Spannendes dabei. Ist nur Puppelskram. Hast du da eine Kakerlake drin? Ich glaub, du willst. Setz dir eine Kakerlake. Setz dir die doch mal auf den Kopf. Bisschen höher, höher. Was? Also ich war gerade schon wieder. Achso. Overdrive Crate. Ja. No, sorry. It's reserved for another person. So, lass mal wieder einen spielen, oder was? Ja, gerne.
So, alle wieder fit oder? Ja, Mann, ja, Mann. Uff, nicht im Raum, aber ich fahr einfach mal los. Ist doch eine Küche oder was? Oh, ja, Arango, du darfst mit mir vorlieben. Arango, du fährst, ein, du fährst, du fährst. Matze, du fährst, Matze, du fährst. Ich sehe den Fernseher nicht und ich fahr. Ich sehe den Fernseher nicht. Wirklich nicht? Nee. Also, so, jetzt komm ich rein. Du bist voll. Jetzt komm ich rein. Das war schon stark. Getroffen? Ja, ja klar, Mann. Und drin, Mann. Oh, das ist doch nicht wahr. Jetzt guck dir das Replay an. Geht das blind? Ich liebe diese Dinger von dir. Aber das, ja, davon, dabei, dabei reingeht, ist mir noch nie passiert. Ich fahr. Ich hab da eher gemischte Gefühle. Ich dachte eigentlich, das Replay zeigt auch nochmal den Anstoß, aber das ging mal nicht schnell genug. Also, ihr wisst, was ich sagen will. Ging dir denn nicht schnell genug? Nee, also, ach, kann ich nicht erklären. Ja. Weißt du, das Replay ist nur so und so lang, ich finde die richtigen Worte nicht. Aber ich finde das richtige Tor. Ja, aber stark. Ja, aber es war stark, oder? Was hast du eigentlich für einen Anspruch an dich, wenn ich mich fragen darf? Ja, nur, irgendwann muss ich mal über die Anspruch. Ja, hier sonst. Das wird nicht klappen! Das sagst du. Du bist zu alt! Und du hast deine Gedanken momentan. Scheiße! Scheiße! Kommt, komm, komm, Papa ist da. Oh ja, mein trotzdem, Gott. Trotzdem, ey, der hat mich so vergeigt, dass es jetzt schön werden kann. Wo hol du dir den? Matze, fast. Jawohl, Andi, ganz stark. Haben wir noch? Der bleibt vorne. Dreh dich um, dreh dich um. Oh, Scheiße! Was ist denn damit? Egal, gut gemacht. Ja, gut. Wieder eine halbe Sekunde, ne, weniger. Scheiße. Auch geil, da geht der rum bei allen Rocket League-Kanälen ja. Und fragt, ob die Kisten, das ja. Inventar zeigen können, Alter. Was hat das gut, ey. Nee, das ist natürlich komm, in dem komm, Alter, komm, wenn du keine komm, Kohle komm, hast und das Spiel komm, toll komm, findest. Komm, ja, Mann! Scheiße! So dann, geht das! Ist man natürlich bereit, einiges in Kauf zu nehmen. Klinkenputzen halt, das auch Battle, auf Battle-Tour ne? Zu gehen, ja. Ja, das ist. Das sind moderne Battle-Mafia. Hast du schon von der Rocket League Battle-Mafia bei Twitch gehört? Schön, Matze. Rango, ich bin im Tor, ich habe keinen Boost. Mach mal raus. Schön, Matze. Daneben. Ich bin da. So, wenn du Boost hast, dann komm. So. Ja, Mann. Ja, richtig gut. Ey. Das ist Teamwork hier, wir zwei. Kennt ihr das Känguru-Manifest? Ja klar. Matze, du fährst. Ja. Wieso, wie kommst du gerade drauf? Nee, oh, jawoll! 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 Das Zitat, was halt gerade im Moment total gut passt. Linksextremisten sind viel schlimmer als Rechtsextremisten, weil Linksextremisten zünden Autos an und Rechtsextremisten zünden Ausländer an und Ausländer besitzen sich keinen. Schön, Matze, was doch. Mitze, Mitze, Matze. Scheiße! Ich hatte mich schon auf Tor eingestellt, ja, sorry. Ich hab dich doch auch fliegen sehen, ich hab's verkackt. Nein! Die sind auch zu blind, ey. Matze! Vertretung! Ja, zu dir gespielt. Hammer. Oh, Kommandant!
Bist du weit hin? So, Kommandante! Baby! Und Schatz! Rein, also, hervorragendes Eigentor. Wahnsinn. Ja, klar. So. Also, ja. Der wäre, ne, wäre der daneben gegangen? Scheiße. Ja, aber weit. Aber was für euch, ihr wollt mich moralisch kaputt machen. Ja, klar. Das ist doch gelogen. Aber auch das nicht nur beim Spiel. Oh, Fickeln 183. No! Hast du eigentlich? Naja, nicht wirklich. Warte mal, ich. Was war da ein Tau? Shit! Da habe ich überhaupt keine Füße. Bleibst du da hinten? Ja, ich bin ja auf dem Weg. Nein! Um Weg, um Weg. Ja, war gut, aber super da an der Wand. Titscht, fies und... Zack. Neues Dream Team hier. Geil geschraubt. Zum Glück hast du ihn nicht neu erwischt. War du? Kommen beide Gangbang. Jawoll! Gangbang Ball! Gangbang Ball! Nein! Ach, Scheiße! Kommt! Oh, den hat er gut erwischt. Sauber, Andi! Schön die Richtung geändert. Schön drunter hergesprungen. Ah, Matze geblockt. Wummelt der mich weg, ey. So, ja, Matze, ich Matze geblockt eigentlich. Ja, ein schnell, ja, zwei schneller, komm. Verlängerung ist doof. Wer ist denn da auf mich zugehumpelt gekommen? Oha. Matze, Mitte! Nein! Nein! Au! Oh, was ist da los, Matze? I don't fucking weiß nicht. Oh. Scheiße! Oh, ich bin tot. Ich komm mal, Rango! Jawohl, sauber. Komm, ich bin nochmal vom Tor, wenn der nochmal kommt. Das klappt nicht! Egal. Ach, schade. Egal. Ach, wir haben gewonnen. Ich dachte, wir sind im Rückstand. Scheiße. Wow, no, ja, das war richtig stark hier. Also als Team waren wir gut. Deshalb habe ich noch so gekämpft wie sonst was in der Sekunde, weil ich dachte, letzte Chance. Ah, das ist der Trick also. Andi, Andi, will ich hin? Andi, will ich ganz knapp hin. Oh, oh, nee, ach nee, Andi hab ich jetzt wieder. Eieiei. Boah, das ist auch so, oh, immer alle, die mich ziehen, so. Boah, nicht die Person. Oh, ja, better luck next time und so. Komm, Matze. Boah, hat der mich angebumst? Ja, sicher. Auf den wahren Leben. Oh, da war Glück, was, ey. Was war das denn für eine Parade, ey? Schön, der war Mann noch drin eigentlich. Scheiße. Komm, Matze, bring dich in Position, der kommt. Scheiße. Ich hab keinen, ich hab keinen Bums. Warum nicht? Jetzt hab ich Bums, aber... Boah, Lemmy, sauber, Alter. Bitte. Oh, ich kann's. Ich krieg's nicht geschissen, Mann, ey. Das muss ich echt mal lernen, ne? Oh, Mann! Sorry, Lars.
egal, mach einfach weiter. Sei aggressiv da vorne. Sei aggressiv. Oha, bist du über die Mitte hinaus? Ah, kann wohl. Oh, scheiße, was mache ich hier? Ah, fuck. Scheiße. Nein. Komm, Andi, rein damit. Oder Team Mixer, warte bitte. Scheiße. Was ein Gestümper. Komm, Matze. Hol dir. Kommt noch mal eine nette Runde. Ich bin so mega angespannt bei dem Spiel, ey. Ich zuck den ganzen Körper bei allem. Jawoll. Nein. Oh. Sehr schön. Ich hab hier auch regelmäßig Arschmuskelkater. Ich merke immer so, dass ich hier den Gang die Beine immer so derbe. Eigentlich ja, voll. Wupp voll. Immer so hoch, ey. Auch weißt du bei dem Skatespiel heute, Lemmy, bis ich dir zugeguckt habe, wie du das spielst, hab ich das eigentlich total falsch gespielt, ey. Dass ich den linken Daumen immer mitzucke wie so ein Mongo, ey. Ich muss dich mal bei so ein paar Spielen am Bett beobachten, vor Ort. Da kann ich mir bestimmt was abgucken. Vor allem bei diesem Mario Kart mit dem Drift. Das muss ich mal in echt sehen. Mann! Das ist eigentlich nicht wirklich schwer. Ja, der Lawrence hat mir schon mal versucht, das zu zeigen, der Pakti damals, auf dem Nintendo DS. Ich habe das nicht gecheckt. Oder so. Schön. Mann, leck mich doch, ey. Wenn ich zweimal vorher haben müssen, fick die Hände nochmal. Ach so, scheiße, Zuschauer. Was? Nö. Die Zuschauer. Deswegen kannst du fick die Hände nicht sagen, oder was? Natürlich, das ist. Ja, liebst nicht, ne? Wieso? Du kannst. Das ist schon nach 22 Uhr, oder? Hallo, ich bin Vater! Sowas sagt man nicht. Gucken deine Kinder zu? Ja. Nein, aber wer weiß, wer hier alles zuguckt. Wir haben hier nachts um 12:30 schon 12-Jährige gehabt. Wie ist das spielst dann? Ja, aber am Wochenende, nicht unter der Woche, ey. Und es ist keiner da, scheiße. Also, ja dann. Fick die Henne! Ja, gut. Boah, Alter, ich fahre aber auch konsequent am Ball vorbei. Aber es ist ja trotzdem auf Magnetband aufgezeichnet hier. Genau. Ja. Schuldig. Also. Steht morgen in der Express. Ja. Wenn ich heute Abend noch. In Düsseldorfer und in Kölner. Das soll was heißen, ey. Danach hat man das Level von Wollersheim. Mann! Matze! Ich hab's doch versucht. Ja, der Lars setzt einen schon unter Druck. Immer mit dem Spiel. Ja, klar, Mann. Ja, dann müssen wir den Meter jetzt zu. Karneval. Ja, die Kommando. Zu oft mit Lars. Wenn ich zu oft mit Lars spiele. Mit den Frauen. Dann bleibe ich nicht wieder im Schlaf. Bring Geld nach Hause. Sonst. Ach, Magnetband, ihr Drecksäcke. Was? Ich hatte erst geschrieben. Liebe Frauen, ich ehre Frauen. Und ich würde jede Frau, sei sie noch so aufpassen. Noch so nicht dein Typ. Nein! Ah, drin! Sag jetzt nichts. So, jetzt muss wieder aufpassen, Lars. Jetzt kommt kurz einer zu, aber da hat er auch mal, ja, das ist so ein bisschen. Ich bin Dance sowieso kurz davor, Optionen Spiel verlassen Dance zu können. Ich hab mich wieder an den Punkt. Lemmy, ja, kennst du den? Nein. Ich hab mich am Anfang des Abends einmal entschuldigt. Das mach ich jetzt nicht weiter. Ja, ne? Ja. Nee, Lars, kennen wir nicht, nie gehört. Erzähl so, uns mehr davon, klingt interessant. Ich dachte, das ist doch was von Slipknot und Metallica. Das ist doch nicht deine Musik. Sagst du zu mir? Slayer? Ich war schon zweimal auf dem Slayer-Konzert, Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter, wenn ich Metal höre, ich Thrash Metal. Metallica, okay. Slayer, Anthrax. Schönes Tor, danke.
Dann höre ich noch ein bisschen Machine Head Pantera. Megadeth finde ich auf Platte teilweise okay, finde ich live unerträglich. Vielleicht noch ein bisschen Fear Factory und die Sachen, die Max Cavalera gemacht hat, und dann hört das bei mir auf. Bitte Musik. Knüppel. Also das Lemmys Horizont, den erreiche ich nicht mehr. Das habe ich schon damals gemerkt bei Crustpunk. Das ist auch so eine Mucke, das versteht man nicht mehr. Crustpunk. Das ist lieber Punk? Auf Lemmys Stil. Crust! Achso. Das ist, ich war da auf einem Konzert, war ich mal, da habe ich in der Plattenkiste, no! wenn ich den überhaupt Bandnamen lesen konnte, keinen gekannt. Das ist auch so wie bei den Metal Bands. Da muss ich auch erstmal entziffern, die Bandnamen. Ja, ich finde auch hier Dingens, Amon Amarth natürlich immer wieder so ein paar Sachen und auch so Hair-Metal-Sachen, ne, finde ich ja auch ganz witzig. Ich finde ja Europe super. Ja, sowas finde ich auch witzig. Aber das fällt schon eher unter Kitschrock, Kitschpop so. Kitschpop-Rock. Ja, ey, weißt du, wie viel Mucke ich mir reintue, weil ich mich darüber scheckig lache? Nicht nur Mucke und Texte. Da habe ich schon Stunden Party mit mir selber gemacht. Lache ich mich schief, mache ich mir 80s Metal FM an und lese mir dabei die Texte im Internet durch. Der Abend ist gerettet. Ja. Oh, schon im Logo. Oh, wieder der Lab. Ja, komm, warte mal, ich tausche gerade mal. Oh, Entschuldigung, ich war das. Ja, Matze, tausch mal, ich lass mir auch noch Was? Ich spiel erstmal alleine hier. Jawohl, Achtung. Hey, der Lemmy ist doch bei mir. Ja, ja, ich wollte eigentlich noch tauschen, aber. Aha, ich schlachte um den Boost. Kostet und bringt uns ein Tor ein. Jawoll! Also die neue Steuerung, man muss es zwar ein bisschen umgewöhnen, aber das Fliegen, guck mal hier, klappt um einiges besser. Also das ist doch, jetzt weiß ich auch immer, jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert, weil mit der Standardsteuerung kannst du sich voll in die Tonne treten. Was hast du denn jetzt geändert nochmal? Die Rolle habe ich woanders hingelegt, Fuß habe ich woanders hingelegt. Genau, die zwei Sachen habe ich irgendwie umgelegt. Und. Scheiße. Ja, quasi dann nochmal die Punkteanzeige habe ich nochmal umgelegt. Ja, ich habe quasi den Boost auf R1 um und die Rolle auf L1. Weil sonst müsste es ja eigentlich, also quasi bei der Standard. Ich habe die Rolle auf R1. Ja, also ich finde es besser. Also ich habe das auch mal ausprobiert gehabt, aber ich muss sagen, auf L1 ist besser, weil R1. Du musst ja nicht vom Gas runter. Richtig, genau. Also quasi, ich habe jetzt quasi Mittelfinger auf Gas, Zeigefinger auf Boost und auf L1 quasi dann halt die Rolle. Und da kann man eigentlich ganz gut. Und dieser Standard kommt ja überhaupt nicht klar. Also da ja, ich hab ja das auch mal versucht. Ich hab das irgendwie auf L1 nicht hingekriegt. Ich hab mir das jetzt mal auf R1 gelegt. Ich hab jetzt gerade so reingewinnt. Ich weiß es nicht. Naja, ja, gut. Ja, ich hab das eben erst umgestellt. Aber deswegen, aber mittlerweile geht's eigentlich. So, sind die anderen beiden gestillt? Was ist denn los? Wir sind konzentriert. Das ist auch so mega interessant bei euch. Da, die Hose voll, ey. Was du da auf R1 alles liegen hast, so, das interessiert. Ja, was du da, ja, mich interessiert wirklich. Ja, ja, und mich interessiert dein Fußball so sehr. Nein, das war doch ein Scherz, aber da kann man doch nicht dazwischen quatschen. So? Du kannst einfach anfangen von deinem Penis. Nein, du hast doch Zuschauer, die wollen doch was lernen, da hören die doch nichts mehr. Ja, über Penisse wollen die vielleicht was lernen. Ja. Meiner ist nicht besonders lang, dafür aber sehr dünn. Und wird in der Mitte nicht hart. Ich fick schlecht, aber lang. Ich fick gar nicht. So. Meiner ist klein, aber schnell wie eine Nähmaschine. Meiner ist klein, aber schnell. Ich wünschte, der Gutmann wäre noch hier mit seinen geilen Sprüchen, ey. Ich glaube, den habe ich sogar vom Gutmann.
Oh, meiner ist klein, aber stinkt wie ein großer. Nicht so oh, schön, schön, schön gerettet. Scheiße. Lugosi, jawoll. Mann, ey. Aber um Haaresbreite. Um Penisbreite. Und hast hier dein neues Spielzeug schon nachgetankt? Ja. So, war es schon leer oder? Ich habe sogar nur schon noch ein bisschen was nachbestellt. Da komme ich jetzt nicht lang mit und dieses Himbeerzeug kann ich auf Dauer rauchen. Ich muss mal hier pur rauchen. Pur? Hast du den Verdampfer geholt oder? Ja, pur ja. Kippe für 30 Euro, so ein Einsteigermodell. Ich habe mich hart informiert vorher. Hast du mit Micha drüber gequatscht? Ich habe mit mehreren Leuten drüber gequatscht und ich habe halt auch im Internet viel gelesen und mir Videos angeguckt. Und nebenbei mache ich so ein Tor hier. Was ist mit denen, denen so die E-Kippen im Gesicht explodiert sind? Ja, das war früher. Früher? Das natürlich, du musst dich natürlich informieren und ordentliche Sachen kaufen. Es gibt, das war letzte Woche noch einer in der Zeitung. Ja, ich sag ja früher. Ja, keine Ahnung. Ich habe Lithium-Ionen. Alles, ordentliche Marken. Alles meine Herren. Ich werde das Thema aber mal auf meine Firma und mein Modell googeln. Kurz abgestaubt hier. Ja, ich weiß sogar, wenn ich einmal richtig drin bin und weiß, wie ich was am besten ziehen kann, dann werde ich mir auch noch das Gerät holen, was Morten hat. Dann mache ich auch den Shisha-Papst da irgendwie ordentlich Dampf und direkt auf Lunge ziehen. Mein Problem ist momentan noch, dass es auf der Lunge zu wenig drückt und im Hals so kratzt. Mann, ich muss rausfinden. Laber mich nicht voll. Ich muss halt rausfinden, welche Kombi und welche Zutaten für mich am wenigsten kratzen. Da gibt es verschiedene Basen, verschiedene Nikotinstärken. 1 Milliarde verschiedene Arten, wie man dampfen kann. Hauptsache, wenn man nicht mehr so ein Einsteigergerät hat. Ja, schön. Da gibt es Leute, die wickeln ihre Brenner selbst. Die Ohmzahl für den Widerstand. Hat diese ganz eigene Szene. Szene. Z und Ä. Oh, sorry, Lenny, da kamst du wieder. Den kassieren wir jetzt aber. Von dem heute nicht mehr. Komm, Lenny, wir. Rosi. Hahaha, mich wird's nicht mehr los. Ja. Ja. Ne? Sicher, sorry, sicherlich. Ordentliche, ja, ne, ordentliche Klatsche. Was ist denn mit Muffin hier? 22. Kann das sein? Ich glaube, weißt du, was mit Muffin ist? Wir haben doch Sommerferien, oder? Aber? Ne, erst am. Ach, weiter. Okay. Ja. Wer ist denn Muffin? Den kenne ich ja schon wieder gerne. Marc, fest davon. Ach doch, 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 doch. Oh Scheiße, wir streamen live und ich habe einen Vollnamen schon wieder mit Arbeitsstelle gesagt, wie unangenehm. Fit. Der Marc Pfister von. Genau. Von Nur die Liebe zählt. Von Nur die Liebe zählt. Von unter ihr. Und über euch. Er ist auf jeden Fall der OB. Er war auch früher mal bei uns. Lars, hast du keine Lust mehr? Alles super. Komm, ich bin schade, dass der nicht mehr bei uns arbeitet. Ich bin auch nochmal mit Lars. Komm. Ja.
wieder nicht im Raum. Ich fahre aber wieder rauf. So, wo ist denn der Lars? Ich mal. Lars. Oha. Oh nein! Nein, krieg ich aber zu hören. Mitze, so. Matze, hau du drauf. Okay. Jawoll! Das ist schon gefahren! Vorsicht, der Mann ist krank. Vielleicht kippt er direkt in Ohnmacht oder so, wenn man den so anschreit. Ja, Gubern, bitte was? Bist du da murmelt, der Dalai Lama vor sich hin? Ich hab doch gesagt, ja. Der ist tot. Ja, gut, Mann, stell mal dein Mikro auf Zulassen hier auf. Offen für alle. Genau, offen für alle. Der ist doch nicht lebensmüde. Party einstellen. Party, ja, Party. Genau, auf die also auf die Party. Immer zulassen, ohne jegliche Bedenken. Immer zulassen. Oh, du klingst wie Rocco Siffredi in der Synchronfassung. Ja, der Pornotyp? Ja, ja. Die spanische Klappe. Ich hab nie, obwohl ich so, ich mich als Porno-Kenner bezeichnen würde, hab ich Siffredi gesehen. Ich kann dir nur empfehlen. Ich kann Rocco dir nur Siffredi, die spanische Klappe. Fickt der gut was weg, oder was? Was? Die spanische Treppe, ist das dein Spitzname oder ist das der Titel, den du mir empfiehlst? Der nee, spanische der 99 Treppe? Miezen auf der spanischen Treppe sitzen. Ja. Und die macht er alle fertig. Nach einem ja, nee. Aber sowas von. Aber der hat ja auch so einen Unterarm, ne? Jawohl! Eieiei, er hat mich belassen. Gut, Mann, du kennst Siffredi, ne? Rocco Siffredi, natürlich. Aber ich meine, der ist ja. Italiener. Ja, an Italien. Und der ist für. Das war ja richtig stark wieder. Analverkehr bekannt. Ich hab grad noch gesagt, der Gutmann fehlt mit seinem geilen Gelaber hier, ey. Ja, ich weiß, du bist erkältet. Das ist heute nicht so, da fahr ich auf den Ball rum. Scheiße, was ich da. Boah, verdientes Tor, ey. Das war so richtig dämlich. Ja gut, Mann, da muss ich mich jeden Tag da... Ah ne, ich rede nicht über die Arbeit. Ich fahr! Ich hatte heute nur eine E-Mail gesehen, da war eine Ludwigfahrt und... Ja, ja, das aber, Thema habe ich jetzt zum zweiten Mal gehabt, ja, ja. Boah, leck mich am Damm. Aber davon ab sind die jetzt gerade aktuell, jetzt wirklich gerade in der Eiszeit, nein. Aber so kurz davor wieder, ne? Naja, um 3 Uhr. Um 3 Uhr. Um 3 Uhr fahren die los oder laden die ein. Ja, und wieso seid ihr alle vom Glück geküsst, oder was? Also, ja, alle vom Glück geküsst, geil, oder? Ich bin morgen sogar doppelt vom Glück geküsst, weil ich jetzt endlich mal wieder im Lager sitzen darf. Jawohl. Wo ich hingehöre. Ja, bei mir gab es letzte Woche im Außendreh den entscheidenden Satz 10 in einem Bild. Den habe ich am Abend davor dem Silvan auch abfotografiert und geschickt. Da sagt der Silvan zu mir, nee, Christoph, pass auf. Du kannst jetzt auf gar keinen Fall nach Innsbruck fahren. Ich mach das für dich. Der hat so im Strahl gekotzt. Nein. Ja, da musst du mal in der Ausstrahlung Scheiße. Gucken, ob ja. Er wirklich ein Qualitätsschauspieler ist oder nicht. Der wollte dir nicht sagen, den Satz. Der Satz hat dann für ihn bedeutet, Korten, 3 Tage pennt schön zu Hause, 10 Stunden durch und ich häng da in der Eishalle mit Cheyenne und Franzis. Ist schon im Bereich Höchststrafe angesiedelt, ne? Also. Ein bisschen schon. Aber der hat ja, glaube ich, seinen Schnucki-Putzi dabei, ne? Deswegen, die machen das jetzt schon gemütlich. Ey. Mal ganz kurz nochmal, ich erinnere an den Livestream, lass mal nicht mehr über die Arbeit reden. Stimmt.
Vorbei kommt schon keiner zu weit. Ja, trotzdem, ich weiß, guckst du auch keiner an. Im Endeffekt wird es jetzt ein paar Tage da stehen. Aber ja. Der Lemmy packt alles auf YouTube. Musst du aufpassen. Achso, mach das diesmal nicht. Schneid da raus. Genau, schneid raus. Ich hab eine Trophäe erhalten, ich bin Angeber. So. Könnt ihr mal sehen. 30 Tore gemacht oder 30 Tore. Matze, du fährst? Okay. Kommandos aus der Innenstadt? Kommandos aus drei Häusern weiter. Ja, stimmt, aber Kommandos aus drei Häusern weiter. Du wohnst auf derselben Straße. Noch. Bald verlasse ich ja das schicke Belgische und ziehe ins rauere Ehrenfeld. Was ja auch nicht rau ist. Nee, aber was vielleicht noch ein bisschen echter ist. Vielleicht magst du total gerne, aber... Ja, jetzt ich weiß, was du meinst. Ja. Wo auf der auf der Ecke, wo der Japaner drin war, Kyoto. Ja, da zur Brüsseler Straße. Oh, ja, scheiße. Da macht er auch wieder so ein Hipster-Café auf jetzt. Ja, hab ich schon gesehen. Und, Das nervt, ne? Ja. Und, ja, das nervt, das halt alles, Kaffee. Was den Charme wieder ausgemacht hat, dann sich das nach und nach nicht mehr leisten kann an Mieten. Ne? Ja. Und der Köln Brüsseler ist ja Platz eh schon ist auch teuer, immer das, was früher war. Oh! Lemmy, komm! Jawohl. Das haben wir hervorragend verteidigt, Lemmy. Das war ein Versuch. Das haben wir beide aber gut gemacht. Aber gerade noch so hinten. Ja. Ich fahre Matze. Okay. Du fährst. Und einen Tipp gebe ich dir, Matze. Wenn ich auf den Ball fahre, bleibe lieber erstmal hinten im Tor und hole keinen Fuß. Das ist dann da vorne nicht eindeutig klar, dass der nicht direkt nach dem Anstoß in unsere Richtung fliegt. Ich habe sowieso immer Köttel in der Box. Ich hole meistens mir eh keinen Boost. Wie läuft der denn mit dem Matze? Okay. Ja, ganz gut. Kann man nicht meckern, ey. Er hat auf jeden Fall schneller gecheckt als ich hier, ey. Ne, meckern kannst du nicht, da kannst du nur weinen. Der ersetzt dich 1:1, gut, Mann. Ich bin gar nicht so auffällig wie Karman, ne? Das Ding ist, wenn ich halt mit Lars zusammenspiele, dann ist halt. Die Stimmung am Arsch. Stimmung am Ende, kann der Gutmann ein Lied von singen. Dann wird das öfteren mal mit Optionen gedroht. Gutmann liegt ja, Gutmann, du damit auch nochmal zu spielen. Ach so, dass du raus bist und dann übernehme ich den vierten Mann. Also dann fahre ich für uns. Ich lade dich aber schon mal ein. Da, wo du halt auf Spielen gehst. Okay. Ah, okay, verstehe. Danke. Ja gut, man kann trotzdem Spaß, brauchst ja nicht beizutreten. Achso, jetzt habe ich ja auf Beitreten gedrückt. Ja. Nein, also... Hallo? Ist schon soweit? Ja. Also quasi... Du musst jetzt gleich beim Spiel nicht Knöpfchen drücken und genau. Dann spiele ich nicht mit, ne? Richtig. Dann guckst du einfach mal zu. Wieder mal zu spielen. Kann ich doch auch auf Twitch machen. Hab ich doch vorhin. Ach, du warst der Vierte. Den habe ich auf meinem S5 nicht erkannt. Oder SE, was ich da habe. Also, kleiner Bildschirm. Keiner traut sich zu drücken. Achso, schön, ich hab... Fährst du? Andi, du fährst. Absolut, Mann. Absolut gut, Mann. Nicht absolut Wodka. Und da ist er drin, Mann. Oh. Sehr ordentlich. Glückst. Man merkt, ich habe heute ein bisschen Golf auf der Arbeit. Stickman-Golf, um genau zu sein. Lars?
Ja. Spielst du nicht mit? Doch, doch, ich hatte ja gerade mal voll das Delay. Ja, ich auch. Achso, krass. Ich hatte auch gerade hier, ja. So, Lars, fast. Oh, Matze, sorry, ich hätte es dir sagen müssen. Ja, ich hab's zu spät im Rückspiel gesehen. Und dann war ich zu nervös und hab einfach nur Boost gedrückt und nicht Gas gegeben. War nicht so gut. Ich lese gerade im Internet, Dwayne The Rock Johnson könnte 2020 US-Präsident werden. Ja. Sorry, ich hab das Tor geklaut. Wahnsinn. Kein Problem. Auf Nummer sicher gehen. Ich fahr. Alles klar! Ficken, ey! Hast du mal geguckt, wie die Konkurrenz aussieht bei Rocket League? Nee. Achso, ja, ich check das immer, wie viele andere deutschsprachige Kanäle. Das ist natürlich bei Rocket League. Aber manchmal kommt es ja darauf an, auf die Frage zur Uhrzeit. Na. Ach du, ach, das ist Konkurrenz. Ich mach das ja einfach nur, weil wir just for fun hier jetzt. Ja, ja, natürlich. Ich meine das jetzt auch nicht im. Wie auch immer wird. Also manchmal ganz interessant. Ich fand zum Beispiel bei Golf immer. Bei Golf, das streamt quasi keiner, ne? Ja, gut, wenn du halt irgendwelche Nischentitel hast, ne? Aber die sonst. Ja, gut, das interessiert natürlich auch nicht so. Aber dann hast du mal. Harry der Fensterputzer. Kann man sowas eigentlich noch streamen? Was ist das? Oder? Ja, okay, ach, dann, ja, da war damals so ein C64. Okay, man kann alles streamen. Ja. Ist doch voll witzig, wenn du C64 spielst. Macht bestimmt auch irgendjemand. War du? Wie gesagt, alle drauf, gegen den Ball. Ja. No! Wow. Es steht 4-1 für uns. Ja klar. Ja, aber ich muss zugeben, ich habe 3 WhatsApp-Nachrichten währenddessen geschrieben. Oh, das sollte sich mal einer von uns wagen, wenn er mit dir zusammen spielt. Ich hab das gerade, darum habe ich auch so gelacht, als du sagtest, du hattest so ein Delay. Dass ich gesehen habe, dass du gerade für den Spieler geboten hast. Scheiße, ey, die Spione sitzen überall. Ja, aber ist doch schön umschrieben, Delay. Ja. Scheiße. So ein geistiges Delay. Ja, aber seitdem geht's auch wieder. Seitdem ich damit fertig bin. Gottverdomme! Wer hat mich da gebremst? Ja, ich, Junge! Ach, der Fluggott, ey. Guck mal. Easy peasy. Ja, easy peasy, müsst ihr nur noch 4 schneller, ne? Jo. 3! Ja, für Nachspielzeit. Ja, guck mal. Du wolltest ja nicht in der Verlängerung. Und Nachspielzeit, dann schaffst du in deinem Nervenkostüm nicht mehr. Ab jetzt ist hier Attacke. Oh! Ja. Oh, was ist da los? Bitte lass aber auf hier.
Ja, ich bin jetzt fertig mit den. Lars hat gerade geschrieben, er lässt den Griffo gehen. Ja? Nee, im Ernst? Ich fahr. Nein, nicht. Hat er nicht, aber ich wollte dich ablenken. Ja, hast du geschafft. Boah, für den würde ich jetzt hier kurz echt eine Niederlage in den Lauf nehmen. Ich habe noch keinen Offensivmann von Gladbach. Ich hätte auch gerne noch den Westergaard oder den Janschke. Und da wäre es natürlich total ärgerlich, wenn es so bleibt. Ihr hättet die stärkste Offensive der Liga, so. Was schreibst du dafür Beleidigungen? Aber die schwächste Vergangenheit. Der zensiert sofort, ne? Also, ja, natürlich. Ja, sicher. Familienfreundlich. Pass auf. Ich war mal, ich hab nur Homo. Jetzt holen die echt noch auf. Ja, du, bei 2 Minuten, da ist immer noch viel drin. Ich habe mich natürlich jetzt auch heiß gemacht, ne, durch mein Gedisse. Das Wort schwul wird komplett also, das ist ja ein Schwul, bitte zu zensieren. Also, ich dachte, die. Nein! Achso. Scheiße. Nee, Lugosi. Ja, doch, Lugosi. Oh! Ich hab nicht gerafft, auf welches Tor. Ich bin ja, irgendwie verwirrt. Ich hab 5-1 gefühlt. Ja, ich hab irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bin so ein bisschen abgedriftet. Ach. Plötzlich wusste ich nicht mehr. Dachte ich, oh, das sieht gut aus, da mach ich das Tor. Nee. Sauber, ne? Der kam so schön, der Ball, da dachte ich mir, den machst du jetzt. Oh nein. Oh, der macht auch noch viel schneller, ey. Ach, Matsch, dabei sein ist alles. Komm, Matze, jetzt. Den holst du dir, mach ein Tor. 5-1 haben wir zurückgelegen. Das hat man, glaube ich, bisher auch noch nicht. Ja, nee, nicht ganz. Aber nicht mit, auf jeden Fall nicht mit so viel Unterschied. Oh Mann. Noch eins. Nein! Na gut, das eine zählt ja nicht. Ah, schade. So, Leute. Nein, der war da drin! Der war da drin! Guck dir das an! Guck dir hier auf Twitch an, ey, der war da drin! Hör mal, guck dir das hier auf Twitch an! Ja, da, guck mal, der zittert! Ja. So, ihr Lieben, wir sehen uns morgen! Eieiei! Ja, eventuell euer online, ich komm diese Woche nicht mehr. Ja, den Gutmann ja auch nicht, aber die anderen, ja, die auch immer. Oder nur online, das ist für mich auch sehen. Ja. Ich hab dem Lemmy heute erklärt, wie ich mir das vorstelle, mit auf Walle und, ne? Ja. Ach, tschüss. Tschüss, ey. Ciao, Anni. Ciao, rein, ciao. Ich folge dem aber, weil mein Wecker klingelt um 5. Ui. Das ist auch eklig. Ja, das war Hauptmenü. Ne? Gut, Mann, gute Besserung. Ja, danke, Mann. Weiterhin, ne? Wo ich her hab, weißt du ja, ne? Wahrscheinlich von mir. Mhm. Wir sind aber im Studio der Andi, hier der André, der kreucht rum wie ein Blöder. Die Tina ist auch total angeschlagen. Dann sind so 2-3 Leute noch, die haben es alle irgendwie in den Knochen stecken. Ja, oder halt von meiner Tochter, die war halt auch von dem Samstag davor, irgendwie ist sie nass geworden und hatte da ja auch jetzt eine Woche so rumgerotzt, irgendwie. Entweder von dir oder halt von der Josefine, aber. Saßen halt auch ein paar Mal im Auto, ne? Ey, und dann so am Montag zum Arzt gegangen halt so, hey, geil, wollen Sie, ich kann bis Mittwoch oder bis Freitag? Ja, Freitag. Und dann aber voll eingebrochen, also heute Morgen, ich bin aufgewacht, so ein Kopf gehabt, ich dachte, ey. Ja, du hast dich schon morgen auch angehört, ey. Oh. Ja. Naja, so, jetzt egal, hier, Ruban, ran an den Ball. Jetzt hier aber ran an die Bulette. Ja, 3-3. Alles klar, haut rein. Schönen Abend noch. Ciao. Lars, bis dann. Ciao.
Oha, so, jetzt geht er aber hier hoch. Spiel, ich bin nicht da, Beitritt läuft. Naja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier für Gegner kriegen. Wir drei gegen den Rest der Welt, oder was? Ja, so ungefähr. Oh, Profi, Profi. Oha. Und du, Matze, warum du nicht arbeiten? Kein Bock? Urlaub? Nee, ich bin ja auch immer noch krankgeschrieben. Worauf feierst du denn? Ich hab doch, mir wurde doch so eine Entzündung am Bein weggeschnitten. Ja, und das also, muss von... Du bist immer direkt die blutige Variante. Finger ja. Abgequetscht oder irgendwas war doch da einmal, wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe. Genau. Oh. Und nee, das ist halt, die Wunde ist halt immer noch offen. Das muss, wird halt auch nicht genäht, das wird, muss von innen nach außen zusammenwachsen. Hast du so Gammelfleisch oder was? Ja, genau. Ah. Und ja, da ist dann halt nicht viel mit viel Laufen und Belasten und sowas im Moment. Nee. Aber nächste Woche geht's wieder in Außendreh. Ach, so jawohl. Schnell geht's dann doch aber zu. Ja, es waren dann jetzt über 2 Wochen, ne? Ja, ich hab dann oft. Ich hatte dich auch schon gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ich ja echt überlegen muss. Matze vom Licht, wer ist Matze? Also, kurzer Gedächtnis war es. Ja gut, das kommt davon, aber wenn jawohl, man rein, rein, falsches ist, ne? Doch, war doch richtiges Tor. Ja, war richtiges Tor, aber ein bisschen zu lasch. Ja. Das kommt halt davon, wenn man 7 Monate im Studio ist, dann hat man mit, ja, dann hat man halt relativ wenig mit dir zu tun, ne? Das ist richtig. Bist du, seitdem wir uns kennengelernt haben, da warst du ja Praktikant, auch so ganz neu, ein bisschen im Ausdruck. Und seitdem haben sie dich ins Studio verfrachtet, oder was? Seit Mitte Januar bin ich im Studio, ja. Ah. Und jetzt? Aber dafür, nächste Woche gehe ich wieder raus, endlich. Eieiei, dann sehen wir uns ja. Ja, aber dann ist erstmal anscheinend für 3 Monate keine Eishalle. Was? Echt? Geil! Ja. Und ich gehe 7 Wochen raus. 7 Wochen auf den Dreh. Voll gut. Auch bei beleuchteten Eishalle kein schönes Ding, ne? Ist ja, egal, ne? Für die Hölle. Weil du halt immer rein und raus laufen musst, ne? Wenn du einmal drin bist, dann ist es ja scheißegal. Aber wenn du immer rein, raus... Ja, klar. Ich hab mir da auch mal, das war auch so ein heißer Sommerabend irgendwie. Das war ähnlich wie jetzt die Situation, so richtig mit Nachtdreh, auch in Deutsch. Da bin ich dann auch so schön im Muskelshirt in die Eishalle, weil ich mir gedacht habe, alles easy, alles cool. Und dann lag ich aber auch danach 2 Tage später eine Woche flach. Also. Ach, wieder Gegentor, ey, das ist doch. Scheiße. So Mäusepisten, echt. Die Mäuse fisten? Geil. Ist so Mäuse fisten. Ja. Kannst du das Handschuh tragen dann? So, einer von euch. Kannst du denn einfach. Ja, ich. El Matze El. Le Matze. Gottverdomme! Wir sind aber auch nicht so schlecht, die Gegner, ne? Ja gut, was haben wir da? 2 Profis. Ja. Vorhin, als ich mal bei Twitch reingeschaut hatte, Lenny, warst du das, der dann einfach mal beim Zurückfahren alles mit Rückwärtssaltos gemacht hat? Kann gut sein, ja. Das kann nur Lenny gewesen sein, Mann. Bist du auch mit so einer roten Karre heute unterwegs? Naja, das ist rot. Naja, oder sagen wir mal so, ist das Twitch POV oder was ist das? Ja, das ist. Also, ja, alles das aus ist deiner Sicht. Ne? Genau, ja. Ja, dann wird das wahrscheinlich gesehen. Gewesen sein. Du, das,
Du hast das ganze Feld irgendwie mit Rückwärts. Das kann gut werden, ja. Müssen wir nochmal eine Wiederholung heute Nacht nochmal angucken. Ja, ich hab's jetzt mal versucht. Beim zweiten bin ich schräg gesprungen und lag auf dem Dach. Also ich kann es nicht gewesen sein. Oha, ich hab's mit dem Springen eh noch gar nicht so. Also und ich spiele es jetzt schon. Mama, seit November, Anfang November oder Anfang Dezember irgendwie gut, so ja, die gut, Ecke. Gute, aber spielst, ich hatte bis April hatte ich gute Trainingszeit. Also ja gut, aber du spielst ja auch nicht regelmäßig. Sagen wir mal so, mein Anspruch auch besser zu werden, der ist so naja. Null. In dieser Beef-WhatsApp-Gruppe der Helge der Helge? Jo. Also weil da manchmal so ein Name auftaucht, wo Helge steht, aber von mir nicht abgespeichert ist, oder nee, ja, ich... Jawoll! Ja, ja, das boah, ist... Boah, Max, genial. Aber wenn ich Glück habe, mache ich morgen auf und meine Erkältung ist so gut wie weg. Du musst ein Bier aus der Mikrowelle bringen. Ernsthaft. Also ich probiere es gerade mit Bier aus dem Kühlschrank. Das geht auch ganz gut. Nee, aber wirklich warmes Bier, das ist mega ekelhaft. Aber eine Flasche so wirklich so warm wie Tee. Es schmeckt so scheiße, aber du pennst sofort ein und am nächsten Tag bist du mega fit. Ich werde mal Hauptmenü gehen, lass mal wieder mal ein paar neue Gegner suchen. Wieso botten die schon oder was? Oder sind die für uns einfach nichts? Ja, ich finde, die sind schon ein bisschen stark. Ja. Vielleicht kriegen wir noch mal ein paar einfach. Und guck mal, der eine hat nicht mal, der ist nicht mal Dings und so. Hm? Ja. Was denn? Der hat nicht mal Netzwerkverbindung. Ach so, der Antenne da, ja. Hauptmenü, Spiel suchen. Ach, das war deine Antenne? Ja, das war Antenne, ja. Ah, gut, man ist in einem super, super gut, man ist in einem Online-Spiel. Ja. Du, Lemmys Studio, oder was? Jo. Du im Studio? Jo. Jo, ganz solides Jo. Ich wollte bitte sagen. Jo. Ja, ich glaube, wenn außen dreht, dann wärst du jetzt auch nicht mehr online. Nee. Wir sind 3 Stunden aufstehen angesagt. Naja, die armen gut, Schweine. Naja, obwohl, würde ich ja tagsüber pennen und dann nachts aktiv sein. Diese versetzten Drehs, die machen mich so fertig. Na gut, aber diesmal ist es. Bitte? Diesmal ist es wenigstens die ganze Woche so, ne? Ja. Du müsstest nicht jetzt so eine Umstellung jeden Tag irgendwie was anderes. Ich bin echt ein bisschen auch froh, dass ich erkältet bin. Ja, glaube ich. Dass ich mir dann einfach mal so komplett geknickt habe. Ja. Hast du was gehört, Lemmy, wie es gelaufen ist? Was denn? Nee, nicht so wirklich. Jawohl, war das eine Befreiungsschlag 20 Punkte. Ja, weil das ja schon eine relativ explosive Mischung ist da, ne? Sehr wahrscheinlich, also kann ich jetzt nur, ich weiß gar nicht, wenn noch alles draußen ist. Nein! Explosive Mischung, gibt es irgendwo ein bisschen Knatsch oder? Nee, aber das sind ja schon zwei an sich sehr dominante Persönlichkeiten, DOP und Regisseur. Ah, okay. Ne?
Und oh, dann auch noch mit. Dann nehme ich auch noch mit so einem. Mit so einem sensiblen Motiv, würde ich mal sagen. Ich betrachte das natürlich von eurem Job her auch immer aus einer ganz anderen Perspektive. Ich ja, klar. Sehe das natürlich auch immer komplett anders. Aber ich, in dem Fall ist das Klaus und Frank, oder was? Nee, Klaus und Michael. Clayton Michael. Oh, ja. Mhm. Oh, oh. Keine Echtnamen benutzen. Ja, genau. Genau. Deswegen wollte ich. Grand Canyon, meinte ich. Nee, darum blieb ich bei, bei ja. DOP und Regie. Ja. Okay, dann müssen wir wieder mit dem Rapper Pseudonym arbeiten. Crazy Mike. Ja, wenn man nur die Vornamen nehmen, ist ja, ja egal. Dann ist genau, wir wissen natürlich kein Mensch. Ne? Ja. Aber das sind, ist dann halt, Frank hat ja Urlaub bis Ende August. Und dafür ist jetzt der Michael da. Bis Ende August? Was ist das denn für ein Move? Anfang August, Entschuldigung. Anfang August, okay. Ja. Bis Ende August, das wären ja 6 Wochen. Ja, der ja, guck mal in den Chat. Ah, herrlich. Danke, Andi. In was für ein Chat, wo ja, muss ich... Ja, du musst mal auf Twitch Andi gehen. Andi schreibt, hallo, hier ist Michael C., ihr seid alle euren Job los. Ja, musst du mal hier Twitch anmachen, entweder auf dem Handy oder wo auch immer, dann kannst du den Chat ja mit. Also mal, hast du einen an der Meise, also ich will hier ein bisschen zocken, also gucke ich natürlich noch parallel auf dem Handy, das, was ich auf dem Fernseher zocke, also warum? Naja, du sollst den Chat ja gucken, nicht. Wir brauchen Viewer, Junge. Also sag mal so, Levi, dass du einen an der Waffel hast, das weiß ich eh, also. Aber in einer sympathischen Art und Weise, du tust ja wirklich keiner Fliege. Das ist ja zu jütig. Das ist zu jütig. Das ist ja super gut von dir. Ja. Da. Wollen wir sie reinlassen? Nee, wollen wir sie rausschmeißen, ja. Eieiei. Ihr macht bestimmt genug parallel gerade. Ihr könnt doch beim Spielen noch irgendwelche Chat-Nachrichten beantworten oder was? Ja, sicher. Also nee, lesen nur. Ja, lesen. Beantworten wird schwierig. Aber wir können ja, er hört ja zu, darum können wir einfach mit ihm sprechen. Ja. Wen haben wir denn da noch als Zuschauer? Andi. Lugosi, du sollst doch schlafen. Außerdem ist Andi auch schon längst seinen Job los, weil der hat heute nämlich auch mit Echtnamen um sich geschmissen. So, jetzt aber noch, Jungs, hier. Ich will ja keine Nachspielzeit haben. Ja, mehr kann ich hier nicht anbieten. Ja, doch, ein Tor hätte ich gern. Ich flieg hier schon wie... wie ein junger Gott war, meinst du? Ja, oder eher wie ein junges... Nein! Oder eher wie ein junges Reh hier. Warte doch. Ah! So, drauf, Jungs.
So, was ist da los? Was ist da für ein Rumgestümper da? Ich hab den dann da vorne gespült. Ich sehe ja nicht, was du hast. Oha, der Schild vorne. Oh mein Gott. Huh. Oh. Und was war die längste Verlängerung, die du mal gespielt hast? 7 Minuten oder so. Einfach damit. Jetzt ist vorbei. Nee, doch nicht. Oh Gott. Kannst du auch Lemmy nennen? Nicht mal so förmlich. Aber hier online drin. Zack. Jawohl! Ja! So wird das gemacht, nämlich. So wird das gemacht. So wird gewedelt. Oh, ich bin richtig am Schwitten. Eine Zerstörung von Strecke. Naja. Oh, wir wollen mal rüber. Sind immerhin auch zwei Profis. Ja, ja, Matze Lars. Was? Ich überlege immer noch so. Love, Matze, Love. Ich stehe mir Matze und Cooper steht am Start. Das dann... go, go, go. Und dann fliegt drauf, wo er den ersten Ballkontakt und kriegt 10 Punkte. Nee, krieg ich gar nicht. Du warst ja auch nicht der erste am Ball. Bitte, Matze und? Jawoll! Drin ist er. Kick dir das an hier, der Matze. Bam, Junge! Ein ganz bam, normaler bam, bam. Matze. Guck dir diesen schlechten Anstoß an. Es gab übrigens von Disc Jam Update, ich habe keine Ahnung, was ich kann. Da wollte ich den Gosi eigentlich gefragt haben. Hat er was gesagt? Tor von Supergutmann. Jawoll. Tor im Rückwärtsgang. Guck dir das an, Tor im Rückwärtsgang. Einfach nur stehen geblieben. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Das war so ein Zufall. Der war ein krasser Zufall. Alle fliegen drauf. Alle Autos fliegen hoch. Nein, kein Tor! Ah. Oh Mann. Das ist Boris Becker, Bobbele. Ich kenne nur Robby Bobbele. Seit 16 Jahren schiebt er den Schuldenberg vor sich her, habe ich bei Wildklutz gelesen. Sagst du nochmal, ne? Was schiebt der vor sich her? Wie kann man nur so hohl sein? Habe ich auch kein Mitleid mit, ne? Aber warum holst du den denn her? Der kann von mir aus, kann der verrecken. Also, der ist nur so was von... Piepeleck, ja. Jungs, was war da los? Ja, Moment mal. Gutmann. Guck mal, ich bin ja, fast dort rangekommen. Ja, aber der Gutmann hat da schon Scheiße gebaut. Ja. Der Anschluss war schon. Aber, ja. Ja, genau. Aber jetzt war ich sie wieder. So. War auch nicht so gut. Und das war auch nicht so gut verteidigt. Die sollen alle mal drücken hier. Soll man zwischen den Toren innehalten? Tut doch auch mal ganz gut. Bitte? Oh, der kommt sehr hoch. Alle fliegen auch vorbei. Alle Autos fliegen hoch. Geht ja gar nicht, geht ja wohl.
Jawohl, schön. Schickt euch alle selber in euren Arsch. Hat dir schon mal jemand in den Arsch geschissen? Boah, guck dir das an. Erst zerstört und dann noch ein Tor gemacht, ey. Wie geil war das denn? Und das ist nur ein zweites Tor, ne? Hm. Ja, du führst unsere Rangliste an. Ihr kommt ja alles zerficken, super gut, Mann. Naja, Abwehrleistung wieder null, hinten steht keiner. Na, aber dass man vorher mal sagt, irgendwie einer hält immer die Bude sauber. Was ist mit Muffin eigentlich? Keine Ahnung, der war. War der schon lange nicht da? Oder? Ja, wann hab ich den letzten Mal gesehen? Letzte Woche, als du dabei warst, war er dabei nur. Ja. Stimmt, seitdem. Also habe ich auch zumindest online nicht mehr gesehen. Nein! Start erhalten. Lemmy, Fleißkärtchen. Ja, aber müssen wir noch ein Tor machen hier. In Mitte. Gib mir einen Boost! Oh! Jawoll! Ja, ich hab keinen Boost mehr. Und ich hab... Oh, und ein Schildkrötentor. Hey. Was hab ich denn da zerstört? Irgendwo. Boah. Mobile hast du zerstört. Aber mit der Zerstörung habe ich auch immer noch nicht so richtig verstanden. Wie funktioniert, sobald mein Booster auf dem Höchstpunkt ist, oder? Genau. Ja. Und du den noch gedrückt hältst, dann durchrauscht. Quasi. So, für euch. Haut drauf. Bitte. So wird gespielt. Jawoll. Ist gut, war ich. Ja, sehr gut. Erster Ballkontakt, 10 Punkte. Aber ich weiß nicht, was das bringt, weil guck mal, ja, ich habe ja keine Kontrolle über den Ball. Also und immer wenn ich nur drauf fahre und den anderen schießen, der schießt ja auch nicht direkt aufs Tor, der schießt ja auch in eine Pampa. Ja, jetzt kommst du. Jetzt kommt sie. Also Anschluss. Naja, es kommt immer darauf an. Ne? Also, wenn man Glück hat. Der Anstoß gar nicht so dramatisch wichtig. Also, naja, der ist auf dem Platz. Ne? Der muss schon da sein. Also, ansonsten kann der halt gerade aufs Tor ziehen. Ne? Das ist auch klar. Aber Naja, genau. Deswegen. Also, ist ja nicht unbedingt, dass es immer in die Richtung geht. Aber. Man muss auf jeden Fall den Ball stören, weil sonst können die halt. Ja. Das war ein hervorragendes Eigentor von mir. Mann, das war ein hervorragendes Eigentor. War das ein Matze-Spezial? Oh, das war ein Matze-Spezial. Da habe ich schon so einige von gemacht. Guck mal jetzt. Guck mal. Oh. Boom. Mit dem Hintern reingeschoben, ey. Wahnsinn. Ja, komm, da müssen wir noch mal eins nachlegen. Ja, ich bin der Meinung, das fällt das Spiel spannend und aufrecht. Ne? Also hier, zack. Aber für besonders schöne Eigentore kriegt man nämlich keine Punkte. Das finde ich auch Quatsch. Ja, kriegst du bei Bayern nicht, oder? Kriegen die auch keine extra Kohle, oder? Hier, wenn die Eigentore schießen würden. Ja, wenn sie dann extra Kohle kriegen, dann wird sie irgendwie in ganz, ganz komische Machenschaften verwickelt. Da ist dann bald die Staatsanwaltschaft dran. Spielmanipulation und so ein Scheiß. Die wollen sich auch noch ein Zubrot verdienen. Ich meine, die sind ja so arm. Ja, natürlich. Genau, die haben ja sonst nichts. Ja, ich meine, die gehen mit 35 in Rente und dann müssen natürlich bis zum Lebensende. Ja. Ne? Genau, siehst du ja an Boris Becker, der hat auch so wenig verdient, der ist jetzt pleite, ne? Ja. Ey, jetzt schon 5 Jahre Rentner sein, was für ein geiles Feeling muss das sein. Sehr gut, Andi. Ich kann das jetzt gerade alles nicht lesen.
Der kann es ja nicht. Ich muss mich auf Schmidt konzentrieren. Ah. So, jetzt. Das ist ja. Sehr gut, Andi, sehr gut. Stark. Da hat er auch lange Emojis für gesucht. Ja, komm, einen noch. Und dann machen wir mal hier. Erstmal für den Stream heute Abend auch mal. Schluss. Ja, da hast du recht. Einmal, ein Spiel mache ich auch noch und dann bin ich auch. Ja, aber hier, guck mal, da brauche ich einen Account oder was für, ne? Und wenn du schreibst, ja. Aber ja, gut, der kostet ja auch nicht. Nee, du guckst nicht. Du auch zum Lesen? Nein. Nee, zum Lesen nicht. Nee, willkommen im Chat. Aber jetzt kriege ich die Nachricht natürlich nicht mehr, ne? Nee, die sind halt. Ne? Oh. Alter, jetzt hier doppelt und dreifach. Der muss auch den Ton runterdrehen. Ja. Ich mach den Scheiß aus. Albern. Aber kannst du gleich noch zum Einschlafen? Ach nee, diese von mir. Wenn ihr alle rausgeht. Naja, aber du kannst dir die du kannst dir die Wiederholung angucken. Genau. Was du alles verpasst hast heute Abend. Das Real Life quasi. Ja, genau. Das ist ja immer dazugekommen. Echt? Hallo, lieber Zuschauer. Servus. Das hat der aber vorhin bei mir nicht gemacht. Was? Als ich halt mal mit meinem Handy so um 10 reingegangen bin. Na, selbstverständlich. Da hat keiner Hallo gesagt. Ist aber auch wahrscheinlich ganz schlecht. Keiner, Matze. Jawoll, schön. Matze, wieder hier. Keiner Hallo gesagt. Ja gut, du hast dich auch nicht zu erkennen gegeben. Dass du da bist. Ja. So, lieber Zuschauer, was sagen Sie denn zu unserem hervorragenden Spiel hier? Ja, also wahrscheinlich ist halt die Frage, ob es wer mit dem Zuschauer ist oder ob es ein Registrierter ist. Ne? Weil die können ja nur antworten. Ja. Das stimmt. Das ist halt die Frage, wie lange er dran bleibt, dann können wir ja sehen, ob. Reiner Matze! Tor! Jawoll! Bam. Schön! Guck mal, zwei Tore, zweimal ich. Oh, guck mal, und jetzt wäre nur so, zu beide dritt. Zuschauer wieder weg. Ja. Hast du wieder. Ja. Hab sie wieder vergrault. Ja. Ah, wisst ihr, was ich mir gestern. Oh. Super Matze. Boah, ey. Alter. Matze hält alles. Super Matze. Hält alle. Matze, du bist der Typ. Nein, was geht denn hier heute ab? Erst hast du das Spiel wieder verlassen. Wer hat das Spiel verlassen? Oder? Gestern für 35 Euro bei Amazon ein Kindle Fire 7 geschossen. Kannst du mal nicht lesen. Bitte was? Ja. Du kannst doch gar nicht lesen. Wo ist denn damit? Wieso kann ich nicht lesen? Ja, genau. So. Genau aus dem gleichen Grund, warum du diese Frage nicht beantworten kannst. Ja, aber das Kindle Fire, das ist ja auch nicht jetzt irgendwie ein Kindle Paperwhite oder sowas, sondern das ist wie ein iPad, ja. Das ist wie ein iPad Mini, nur von einem Billo-Hersteller. Oh, keine Ahnung, auf jeden Fall. Von Amazon. Von Amazon. Und ich hab mir schon mal vor ein paar Jahren, habe ich mir schon mal so ein Kindle, so ein Feierscheiß für 90 Euro, glaube ich, gekauft irgendwie. Und das nudel ich ja auch noch immer während der Arbeit einfach so runter. Das ist so ein
Ding, was man einfach mal in der Hand nimmt und irgendwo auch wieder liegen lassen kann. Und für 35 Euro, ey, das ist ja so ein krasser Preis. Ah, das ist ja Prime Day, ne? Ja. Genau. Und das, jetzt halt diese neue Variante, die hat halt auch zwei Kameras irgendwie und dann... Oha, oha! Ja, das war mal ein Fehler, ne? Jetzt schenke ich dann auch meiner Mutter irgendwie so, damit die mal skypen kann oder sowas. Ich dachte, Kindle wäre nur so ein Buch, also ein digitales Buch, wo man sich E-Books aufziehen kann. Naja, die machen halt auch schon so ein bisschen, ja, wie so ein iPad Mini ist das halt, ne? Cool. Naja, wie gesagt, ich dachte, es wäre... Ja, halt nur Android-Betriebssystem, ne? Hatte ich mir auch überlegt gestern, hab dann aber gedacht, ich habe alles Apple. Naja, klar, hab ja. Dann ist so es Quatsch, dann ist es Quatsch, so ein Ding dazu zu holen. Jo. Weil dann ist es wieder nicht kompatibel, dann hast du wieder keine Synchronisation automatisch und das ist halt, das finde ich halt so schön daran, dass wenn du alles von einem Hersteller ja. hast. Ja. Ne? Kann ich nur unterschreiben. Das ist wohl wahr, also ich meine, sonst haben wir auch nur iPhones und... Aber davon ab jetzt so im Tablet-Bereich haben wir nur noch ein iPad hier und... aber ich brauche auch kein Tablet mehr irgendwie. Ich habe so ein MacBook gehört, reicht. Also, ja, und für so mal im Bett liegen und ein Filmchen zu gucken, finde ich, ist halt so ein 35 Euro Moped super. Oha. Oha. Ja, oha. Klar. Aber gerade, nee, oha ist, dass ich dachte, der geht rein. Und ich hätte. Ja, ja. Das ist ja auch die schwächste Variante irgendwie mit 8 GB und mit vorgeschalteter Werbung im Sperrbildschirm. Ja, ja gut. Also es ist kein Drama, also es ist ja wirklich nur ein Bild im Sperrbildschirm, ne? Also wenn du... Ja. Aber die sind halt, die sagen sich auch, wir geben das jetzt zum Selbstkostenpreis wahrscheinlich ab, aber Hauptsache du Arschloch konsumierst langfristig ne? bei uns. Na klar. Die wollen dann natürlich, dass du bei Audible mit einsteigst und sonst was. Und dann habe ich gestern noch, aber das war nicht so geil, weil ich eh schon Spotify über einen Kollegen als Familienaccount mitnutze. Was war das denn? No! Habe ich mir noch Amazon Music Unlimited oder sowas heißt das. Das ist dann so die Premium-Variante von Amazon Music. Für 4 Monate für 1 Euro. Also ja, das habe ich aber auch. Also das habe ich für 1 Stunde und dann kriegst du ja auch sowieso das Music Unlimited kriegst du sowieso günstiger. So, jetzt haben wir hier nochmal mit dem Sieg abgeschlossen. Ja, so ja. ordentlich. Und dann euch mal schon mal an die Zuschauer da. Vielen Dank fürs Zugucken und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.